Heute bei Hunde verstehen? Mischlingshündin Nelly verbellt lautstark jeden, der ihr fremd ist. Halterin Katharina weiß nicht mehr weiter. Sie ist so ein bisschen auch wie so eine Handgranate. Das verunsichert mich halt auch sehr und das paart sich ganz schlecht. Wenn man selber unsicher ist und der Hund unsicher, führt zu einer Katastrophe. Und Ronja. Zu Hause die Ruhe selbst. Doch bei Spaziergängen explodiert sie regelmäßig. Also normalerweise ist Ronja ein super entspannter, friedlicher Hund. Draußen kann es dann sein, dass sie von jetzt auf gleich in die Leine springt, wie ein Kampfhund bellt. Und ich weiß nicht warum, ich verstehe es nicht. Hundecoach Andreas Olischläger führt beide Frauen zu Erkenntnissen, mit denen sie nicht gerechnet hätten. Willkommen zu Hunde verstehen mit Andreas Olischläger. Er ist auf dem Weg zu einer Hundebesitzerin in Nordrhein-Westfalens Hauptstadt. Heute bin ich in Düsseldorf unterwegs, bei Katharina Schür mit ihrer Mischlingshündin Nelly. Nelly hat einige Probleme mit Menschen und auch mit Artgenossen. Ich bin schon ganz gespannt, was da los ist. Das ist Nelly. Sie legt eine Lautstärke an den Tag, die man der kleinen Mischlingshündin gar nicht zutraut. Vor 3 Jahren übernahm ihre Halterin Katharina sie aus dem Tierschutz. Und seitdem steht Krawall auf der Tagesordnung. Also Fremden gegenüber ist sie sehr misstrauisch, bellt nach vorne relativ lautstark. Sie ist so ein bisschen auch wie so eine Handgranate, für mich jedenfalls. Ne? Das verunsichert mich halt auch sehr und das paart sich ganz schlecht. Wenn man selber unsicher ist und der Hund unsicher, führt zu einer Katastrophe. Und um Katastrophen zu vermeiden, hält sie Nelly sogar in ihrer Wohnung an der Leine, wenn sie Besuch erwartet. Katharina braucht dringend Hilfe. Ja, ich erhoffe mir, dass wir wieder stressfrei spazieren gehen können und hier zu Hause, dass fremde Menschen hier rein und raus gehen können und sie darauf hört, wenn ich sage, das ist okay, dann soll es auch okay sein. Und ein Fremder ist jetzt im Anmarsch. Hundecoach Andreas. Und den ersten Eindruck von Nelly bekommt er schon, bevor er sie sieht. Hallo. Hallo. Ich bin die Katharina. Andreas. Super. Du hast gerufen. Genau. Ich komme. Andreas wartet kurz im Wohnzimmer, während Katharina Nelly holt. Und dann erlebt er hautnah, warum sie ihn gerufen hat. So, schön langsam. Für Andreas eine äußerst unangenehme Begrüßung. Wie muss sich da erst Katharina fühlen? Wie geht's dir? Das stresst mich. Das stresst dich. Genau, das stresst dich. Diese Situation möchte Andreas sofort ändern. Katharina soll sich nun frei in ihrer Wohnung bewegen und Nelly dabei vollkommen ignorieren. Jetzt stehst du mal bitte auf, lässt die Leine einfach dran. Und holst mir mal bitte ein Glas Wasser, ohne den Hund anzugucken. Guck den Hund nicht an. Es fällt Katharina sichtlich schwer, ihre Hündin nicht zu beachten, zumal Nelly weiter bellt. Bitte, tut mir eingefallen, ist super schwer, guck sie nicht an. Mhm. Herzlichen Dank für dein bitte Wasser. Schön. Setz dich wieder. Darf ich jetzt die Fernbedienung für dich haben? Also ich werde dich jetzt so ein bisschen hin und her schicken. Wieder und wieder lässt Andreas Katharina durch die Wohnung laufen. Sie hat keinen Blick mehr für Nelly. Und das zeigt tatsächlich Wirkung. Ach, kannst du es noch mal kurz hinstellen? Kann ich auch. Ah, ich finde das schön, wenn du lachst. Katharina wirkt befreit. Und Nelly ist plötzlich die Ruhe selbst. Nelly ist einfach zu sehr der Mittelpunkt der Erde. Und Katharina darf auch wieder ein Stück weit freudiger in Situationen reingehen. Mir geht es erstmal darum, dass wir Nelly lassen, wo sie gerade ist. Sie hat aufgehört zu bellen. Was ich möchte, dass du dich frei bewegen kannst, wenn hier fremde Leute im Raum sind. Ja. Das ist für mich erstmal ganz wichtig, ohne dass du die Aufmerksamkeit auf den Hund lenkst, sondern dass du einfach sagst, ja klar, bellt die und, dann lass sie bellen. Mhm. So wie du hier drinnen bist, auch dass du dich ein Stückchen weit auch isolierst mal von deinem Hund, so nehmen wir das dann auch gleich mal mit nach draußen auf den Spaziergang. Das machen wir nämlich jetzt mal. Andreas macht sich mit Katharina und Nelly auf den Weg. Schon nach wenigen Minuten begegnen sie einem Collie samt Begleitung.
Doch Nelly bleibt überraschend cool. Doch als der nächste Hund im Anmarsch ist, wird Katharina schon im Vorfeld nervös und angespannt. Also da, aus der Situation würde ich schon rausgehen, weil er sich auch anschleicht, genauso wie meine. Ja, also du willst also jetzt schon rausgehen aus der Situation, okay. Und es kommt wie erwartet. Bei der Begegnung mit der Frau, mit dem Mischlingsrüden, war ja am Anfang auch deutlich zu erkennen, dass da so eine Spannung aufkam. Und ja, Katharina sich auch nicht wirklich getraut hat, näher zu gehen. Der Hundecoach zeigt, wie es auch anders laufen kann. Er geht mit Nelly in die Situation, geht ein Stück mit der anderen Hundebesitzerin und ignoriert Nellys Anspannung. Und nach nur wenigen Sekunden trotten beide Hunde entspannt nebenher. Katharina macht das nachdenklich. Ich weiß so ziemlich, wo die Fehler liegen, dass das auch ein Großteil an meinem Verhalten liegt, aber ich finde da gerade keine Gegenmaßnahme für. Andreas zeigt ihr, was sie tun muss. Jetzt geht ihr zwei zusammen die Straße runter und dann unterhaltet ihr euch über Kartoffelbrei oder über irgendwas, aber nicht über die Hunde. Bitte schön. Ihr lasst auch ein bisschen Abstand zwischen den Hunden, ja? Und siehe da, entspannt plaudern und dabei die Hunde ignorieren. Funktioniert ganz wunderbar. Hunde merken das, ob wir Stress haben oder nicht. Und wenn wir uns dann normal unterhalten und freundlich miteinander sind, dann werden die Hunde auch ruhiger. Und dann geht man einfach mal ein Stück zusammen spazieren. Und dadurch löst das Ganze auch so diese anfängliche Stresssituation, die so auf Spannung aus ist, löst das auf. Eine völlig neue Erfahrung für Katharina. Nelly mit einem anderen Hund entspannt zu erleben. Sie spürt, wie sich Nellys Verhalten ändert, wenn sie ihren Hund weniger beachtet. Das sind für mich die Momente, wo ich weiß, ja, die Hunde können's. Wir Menschen dürfen wieder von den Hunden lernen, menschlicher zu sein. Katharina will die neuen Erkenntnisse jetzt umsetzen. Ein echter Kraftakt, sich von eingefahrenen Gewohnheiten zu verabschieden. Am Ende des ersten Treffens hat Andi Tipps, wie das gelingen kann. Zum Ersten. Bitte weniger Beachtung zu Hause auf den Hund. Mhm. Die Leute, die dich besuchen kommen, mach sie klar darauf aufmerksam, dass sie sich an deine Regeln halten sollen. Mhm. Wenn sie keinen Kontakt will, will sie keinen Kontakt. Sie soll nicht zugetextet werden. Man soll sie zu nichts zwingen. Als Zweites, wenn du draußen spazieren gehst und du merkst, ach, da kommt jemand mit einem Hund, dann kannst du versuch es einfach mal, etwas freudiger hinzugehen. Selbst wenn sie ausflippt, dann zu sagen, ja, ich weiß, sie flippt aus, aber es wird es nicht besser machen, wenn ich auch noch ausflippe und auch noch schlechte Laune dabei habe. Also versuch, ein bisschen positiver in die Geschichten reinzugehen. Okay. Es gibt also jede Menge zu tun. Bis zum zweiten Coaching in 14 Tagen, das dann bei Andreas im Revier für Hunde stattfinden wird. Und dieses Revier befindet sich in Eschweiler bei Aachen. Hier kümmert sich der Coach um ein besseres Verständnis von Hunden und ihren Haltern. Auch Katharina und Nelly werden in 2 Wochen hier bei Andreas zu Gast sein. Zunächst besucht er aber eine weitere Hundehalterin, die bei ihrem Vierbeiner mit ihrem Latein am Ende ist. Ich bin heute in Köln unterwegs bei der Hündin Ronja. Frauchen Britta hat wohl so einige Probleme oder versteht Ronja nicht so ganz. Ich bin ganz gespannt, was da los ist. Das ist Ronja. Ronja bellt. Ronja zieht, aber nur an der Leine. Halterin Britta ist mit dem Verhalten ihres Hundes ziemlich überfordert. Also normalerweise ist Ronja ein super entspannter, friedlicher Hund. Und von jetzt auf gleich kriegt sie hier so Hechelattacken, wird unruhig, will dann nur noch raus. Draußen kann es dann sein, dass sie von jetzt auf gleich in die Leine springt, wie ein Kampfhund bellt. Und ich weiß nicht warum, es muss nicht immer ein Hund in der Nähe sein. Vielleicht hat sie was gerochen, ich verstehe es nicht. Ob der Hundecoach eine Erklärung dafür findet? Doch zuvor muss er sich ein eigenes Bild machen. Was ist nun los mit Ronja? Hallo. Hallo, guten Morgen. Morgen. Schön, dass du mich gerufen hast. Ja, ich freue mich, dass du Zeit hast. Warum hast du mich gerufen? Weil sie normal.
Du gehst mit der spazieren, alles klar, und von jetzt auf gleich springt die in die Leine, bellt wie eine Bekloppte. Und jetzt hat die Gefühl, jetzt hättest du einen Kampfhund an der Leine. Also ich finde das Bellen dann auch nicht nett, weil der Hund bellt normalerweise nicht. Wenn sie dann loskäme, würde sie angreifen? Das weiß ich nicht, weil das riskiere ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie meint, sie müsste mich beschützen. Okay. Wie bist du körperlich aufgestellt? Geht's dir gut? Bist du gesund? Nein, ich bin körperlich stark eingeschränkt. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Darf ich dich fragen, was es ist? Rheuma und Fibromyalgie. Also was ist das? Das sind chronische Dauerschmerzen, die mal schlimmer oder mal erträglicher sind. Wo hast du die Schmerzen? Im ganzen Körper, in ganzen Gelenken. Hast du manchmal das Gefühl, dass du ihr nicht gerecht wirst, dass du glaubst, ach, jetzt gehe ich mit der raus, die vielleicht passt sie auch auf dich auf, das kann sein. Die Vermutung ist gar nicht so weit hergeholt, dass sie merkt an den Tagen, wo du vielleicht diese Schmerzschübe hast, und das sind ja sehr starke Schmerzen dann auch, wenn du mit dem Spaziergang die auch hast, dann passt Ronja auch vielleicht auf dich auf. Britta hat chronische Schmerzen, sie hat Rheuma, sie hat so Schmerzschübe. Ronja merkt das auf jeden Fall, wenn Britta diese Schübe bekommt. Und vielleicht hängt das auch zusammen mit ihren Verhaltensweisen. Der Hundecoach möchte sich jetzt anschauen, wie die Situation draußen tatsächlich aussieht. Auch wenn es gerade regnet. Die drei sind erst ein paar Meter unterwegs. Und schon entdeckt Ronja in weiter Ferne einen anderen Hund und steht sofort unter Strom und macht Radau. Also ich bleibe in der Regel dann stehen, bis sie sich halbwegs beruhigt hat. Okay. Ja, wir sind ja gerade rausgegangen aus dem Haus. Und da ging in ein bisschen Entfernung war ein Hund zu sehen. Und den hatte Ronja auch sofort geblickt. Sofort. Und dann ging sie in so eine Körperhaltung rein. Da war sie schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ne? So, hier, das ist jetzt mein Viertel. Und da hatte sie schon auch diese Präsenz auch in die Leine rein zu donnern. Und da hat Britta sichtlich Probleme, sie auch zu halten. Und das ist das Verhalten, was Britta mir versucht hat zu beschreiben, dass sie bei manchen Hunden eben schon mal gerne austickt. Geh einfach mal weiter. Okay. Langsam, langsam, langsam. Andreas fällt aber noch etwas auf. Hallo? Langsam, Fräulein. Und nicht nur bei Ronja. Geh weiter. Warum sprichst du eigentlich so viel mit ihr? Weiß ich nicht. War schon immer so. Würde ich aufhören. Okay. Weil eigentlich, seitdem wir rausgekommen sind, gibst du ihr so viel Aufmerksamkeit für Verhaltensweisen, die nicht in Ordnung sind. Es geht weiter. Andreas hofft auf weitere Hundebegegnungen, die sich etwas näher abspielen als die erste. Doch der Regen wird immer stärker. So stark, dass Andreas der rheumageplagten Britta den Spaziergang unter diesen Bedingungen nicht weiter zumuten möchte. Doch er hat schon viel beobachtet und gibt ihr bis zum nächsten Treffen ein paar Tipps mit. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann zu mir ins Revier kommst, mit Ronja zusammen, damit wir ein paar Hundebegegnungen mehr haben. Ich gebe dir eine Hausaufgabe mit nach Hause. Gib ihr nicht so viel Aufmerksamkeit und versuch dich beim Spaziergang ein bisschen mehr zu entspannen, weil grundsätzlich ist sie echt ein cooler Hund. Also ich werde bei mir im Revier für Hunde Ronja auf jeden Fall am Anfang mal mit sehr souveränen Hunden konfrontieren. Und da wünsche ich mir, dass Ronja ja das Vertrauen bekommt, eben nicht auszuflippen. Wir sind gespannt, wie sie in 2 Wochen auf die vielen fremden Hunde bei Andreas reagieren wird. Das Revier für Hunde in Eschweiler bei Aachen. Viel Platz für viele Hunde. Hundepension und Coaching-Areal. Hier können Hunde sich frei bewegen und einfach Hund sein. Katharina ist mit Hündin Nelly auf dem Weg dorthin. 14 Tage zuvor hatte Andreas sie zu Hause besucht. Nelly zeigte damals direkt, warum Katharina Hilfe braucht. Weder drinnen noch draußen war Nelly in der Lage, entspannt auf Mensch oder Tier zu reagieren. Stets stand sie unter Strom. Was wohl passiert, wenn sie gleich auf viele fremde Hunde trifft? Positive Hundebegegnungen und positiver da reingehen in den Begegnungen ist mir teilweise selber sehr schwer noch gefallen. Und wenn Nelly sich schon aufgeschaukelt hatte und verbellt hat,
muss man auch erstmal Leute finden, die sich die Zeit nehmen, stehen zu bleiben und abzuwarten, bis dass sie sich wieder eingekriegt hat. Was ich mir heute erwarte beim Andreas ist, dass Nelly mal wirklich mit Hunden wieder Kontakt hat. Das wäre mir ganz wichtig. Nun, da ist Katharina hier im Revier für Hunde ja genau richtig. Mal schauen, was Coach Andreas heute mit ihr und Nelly vorhat. Hallo Katharina. Hallo Andreas. Freut mich, dich zu sehen. Wir machen heute Laienbegegnungen. Würde ich mir mal gerne anschauen. Ja. Du gehst mal hier die Straße runter und wenn ich dir ein Zeichen gebe, kommst du wieder zurück. Okay. Ich gehe mal gerade einen Hund holen und Mitarbeiter und dann legen wir los. Ja, machen wir. Bis gleich. Aber Leinenbegegnung ist nicht gleich Leinenbegegnung. Und Hund ist nicht gleich Hund. Als wir oben auf der Straße die Leinenbegegnung gemacht haben, habe ich ja bewusst einen bestimmten Hund rausgeholt, Lucky, Husky Mix. Und der ist sehr souverän und sehr cool. Und der lässt sich nicht anstecken von anderen Hunden mit einer nicht so tollen Energie. Energie, die entscheidet, wie es läuft. Und Nelly bleibt überraschend ruhig. Kein Bellen, kein Zerren. Das war vor 2 Wochen noch ganz anders. Nelly und Artgenossen. Da ging die Hündin sofort auf die Barrikaden. Lass die Leine mal ein bisschen lockerer. Leine locker. Andreas geht nun noch einen Schritt weiter. Wird Nelly wieder ausflippen? Locker, Leine locker. Jetzt geht die Jenny einfach darüber, geht umgehen. Super, und wir gehen hier rüber. Nein, Nelly bleibt erstaunlich ruhig. Ach, guck mal, da ist er. Ich bin auch eben schon mal abgezittert. Ja, prima, supi. Supi. Supi, 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 gut gemacht. Supi, supi, prima. Super, ja, das hast du toll gemacht. Das ist nicht schlecht für den Anfang. So kann es weitergehen. Aber dem Coach ist wichtig, dass Katharina das auch ohne ihn schafft. Du darfst wieder lernen, mehr Vertrauen zu bekommen. Und das ist echt schwer, gerade in der Situation zu entscheiden, wann nehme ich sie da raus, wann lasse ich sie. Weil sie ist ja freundlich und dann kann es sein, dass sie im letzten Moment sagt, bomm, und jetzt knall ich ihm eine. Und das ist so ein Spiel mit dem Feuer, ne? Also sie da zu lassen und auch dieses Vertrauen, auch das Gefühl für den Hund zu bekommen, das ist echt wirklich richtig wichtig für euch beide, weil grundsätzlich wäre sie nur ein aggressiver Hund, wäre so eine Begegnung gar nicht möglich. Das richtige Gefühl zu entwickeln, ist jetzt eine Frage der Übung. Lass uns noch mal rüber zu Lucky gehen. Okay. Leine locker, du hast direkt wieder, merkst du, weil du ihr nicht mehr vertraust, nimmst du die Leine sofort automatisch, das Automatismus, dass du sie kürzer nimmst. Locker lassen, entspannen und vertrauen ist jetzt die Aufgabe. Du kannst ruhig mit anfassen, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, wann geht's und wann geht's nicht. Jetzt gehst du einfach dran vorbei. Zwing sie nicht darüber, weil sie will nicht zu ihm. Und wenn sie nicht will, zwing sie nicht. Die Nelly hat Interesse, aber zeigte auch so Stress und zeigte Angst. Daraufhin habe ich dann beschlossen, wir gehen rein auf die Wiese. Sie braucht mehr Hunde und ich glaube, sie braucht Freiraum. Für Katharina eine echte Prüfung. Nelly soll auf einmal gleich mit mehreren fremden Hunden in Kontakt kommen. Noch trennt sie einen Zaun. Jetzt knurrt sie. Siehst du, guck mal da, jetzt ist sie sauer, guck mal. Und guck mal, aber wo der Schlanz ist. Genau, ja, aber guck mal, guck dir mal die Körpersprache an. Sie knurrt und sie hat ohne Ende Angst. Mhm. Sie hat Angst. Sie knurrt, will aus der Situation raus, sucht aber doch auch wieder den Kontakt zu den Hunden. Möchtest du sie reinführen oder soll ich sie nehmen? Was ist dir lieber? Du musst mir nichts und dir nichts beweisen hier. Also mir wäre das lieber, ich könnte das beobachten. Alles klar. Dann kann ich mich da mal auf konzentrieren, mir das genauer anzugucken. Das ist eine Aussage. Alles klar, dann gehen wir doch mal rein. Du gehst vor. Katharina ist zwar sehr nervös und angespannt, aber Andreas beruhigt sie. Ich habe die Verantwortung und du gehst in die Beobachtung, ja? Nelly an der Leine, dazu andere Hunde. Katharina verbindet eine solche Situation ausschließlich mit purem Stress. Doch stattdessen erlebt sie Nelly nun völlig anders. Ein bewegender Moment. Gutes Mädchen. Ich habe gerade Gänsehaut. Ich finde das so schön, dass sie jetzt zeigt,
Sie hätte zubeißen können, ne? Mhm. Sie hätte was machen können, hat sie nicht getan. Es gab keinen einzigen Moment, wo ich gedacht habe, jetzt kippt die Situation, jetzt eskaliert das hier oder Nelly greift irgendeinen Hund an. Die einzige, wo ich ein bisschen drauf aufpassen musste, war Katharina. Katharina hatte einfach auch Stress und Angst. Passiert jetzt hier irgendwas Schlimmes? Aber alles in Ordnung. Andreas bringt Nelly nun auf eine große, eingezäunte Wiese. Hier möchte er jetzt etwas ausprobieren, was Katharina sich bisher nie getraut hat. Er lässt Nelly frei. Tessa, langsam, langsam. Und Nelly stürzt sich in ihre neu gewonnene Freiheit. So hat Katharina ihre Hündin noch nie erlebt. Ja. Komm, 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 Mädchen. Ja, davon braucht die mehr. Davon braucht die eine Überdosis. Guck dir das an. Mhm. Guck dir das an. Ich bin so verunsichert durch das sich aufschaukelnde schlechte Verhalten an der Leine, bin ich so verunsichert, dass mich das jetzt wieder zurückgebracht hat, dass ich es gesehen habe, dass sie es kann. Und ja, kann man nicht anders sagen. Ich muss es selber wieder gesehen haben, damit ich wieder zur Sicherheit zurückfinden kann. Guck dir das an, guck dir das an. Das ist ganz, ganz großes Kino. Hammer. Offener kann man sich nicht zeigen, ne? Wahnsinn. Nelly braucht Sicherheit. Mhm. Und diese Souveränität und Sicherheit ist ihr ein Stück verloren gegangen, leider. Und Vertrauen. Ja, ja. Kriegen wir wieder hin. Ja, hoffentlich. Ja, klar, auf jeden Fall. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ne? Ja, sieht ja, sehr gut aus. Super. Der Tag im Revier neigt sich dem Ende entgegen. Und Andreas Olischläger ist mit den Erlebnissen dieses Tages mehr als zufrieden. Katharina, was für ein Termin. Ja. Ich bin total happy. Ich hatte auch heute alles. Ich habe gelacht, ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte Gänsehaut. Ich hoffe, du hast dich auch so gefühlt. Ja, ja, das ist für mich ein Riesenschritt, wieder Selbstbewusstsein zu finden. Super. Dass ich es selber gesehen habe, wie schön sie mit den Hunden noch kommunizieren kann in Hundesprache. Super. Das muss man gesehen haben, damit man wieder neuen Mut, ja. Neuen Mut, genau. Und das ist auch deine Hausaufgabe, genau bei dem Mut anzusetzen und dieses Selbstvertrauen auch zu behalten. Ja. Geh wieder gerne spazieren mit ihr, auch wenn sie dich dann nervt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Sag einfach, ja, ist okay, solche Tage gibt's. Okay. Aber geh wieder spazieren, wenn du dich traust, tatsächlich auf Leute zu treffen, die ihre Hunde freilaufen lassen. Wenn du merkst, sie ist so drauf wie heute, leihen sie ab. Mhm. Aber nur, wenn du dir wirklich sicher bist. Wenn nicht, warte lieber, dann machen wir das zusammen bei dir oder beim nächsten Mal hier. Ja. Kannst du selber entscheiden. Ja. Klasse. Katharina. Danke mach's dir. Mach's gut. Ja. Da hinten ist dein Mädchen. Ja. Komm gut nach Hause. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Auch Britta und Ronja haben heute einen Termin beim Hundecoach. Hündin Ronja war beim letzten Treffen kaum zu bändigen, selbst wenn andere Hunde noch in weiter Entfernung waren. Die schwer rheumakranke Britta versuchte bisher stets, sie verbal zu reglementieren. Langsam. Langsam. Zu viel Aufmerksamkeit für Andreas Geschmack. Er hatte ihr Tipps mit an die Hand gegeben. Was hat sich seitdem getan? In der Zwischenzeit habe ich versucht, meine Hausaufgaben so einzuhalten, den Hund nicht so oft anzugucken. Meistens hat es geklappt. So an so einem Tag wie jetzt heute, wo sie so singt, ist es was schwieriger. Dann guckt man schon mehr. Aber im Großen und Ganzen war ich doch tapfer. Britta hat sich den Problemen gestellt. Mit Auf und Abs. Mal sehen, was die beiden heute erwartet. Hallo, ihr Hallo. Zwei. Na, langsam. Ja, langsam. Ich fliege schon wieder. Wie geht's? Durchwachsen. Also jetzt gerade habe ich mich schon im Matsch gelegt wegen ihr. Deswegen bin ich ein bisschen gestresst. Aber ansonsten okay. Okay, okay. Was habe ich heute mit dir vor? Folgendes. Wir gehen jetzt zusammen hinten rein in eine Gruppe von Hunden. Ich fange mal klein an. 2, 3, 4. Und dann gucken wir mal, wie sie sich so verhält. Du hast sie ja draußen nicht freilaufen lassen, ne? Tun wir jetzt gleich. Okay. Denn der Coach ist überzeugt, wenn Ronja ausreichend Auslauf und Hundekontakte bekommt, wird sie ausgeglichener und andere Hunde nicht mehr als Gefahr wahrnehmen. Ruhig locker lassen. Und sie reagiert schon jetzt ganz anders als sonst. Interessiert und ruhig. Okay, hat die jetzt Angst?
Oder Respekt oder so? Respekt. Alles klar. Keine Angst. Okay. Respekt. Mhm. Guck, die kommt hier an. Du kommst auf eine Party. Da sind schon einige Leute, die sind schon länger da. Okay. Und du sagst, okay, dann warte ich erst mal. Britta begibt sich nun in eine Situation, die sie auf Spaziergängen normalerweise meidet. Ronja ganz ohne Leine. Und das gleich mit mehreren Hunden. Wir haben ja Ronja relativ schnell abgeleint. Und dann war auch klar, die hat Bock auf andere Hunde. Und wie Ronja Bock hat. Mit so viel ungewohnter Freiheit fühlt sie sich offensichtlich pudelwohl. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe einen total glücklichen Hund gesehen. Und die Hunde, die wir hier haben, sind so cool. Die sind so super. Die haben die so toll aufgenommen. Und dann pesten die da über die Wiese und hatten Spaß. Ja, was will man mehr? Geht's dir gut? Jo. Bist du erleichtert? Ja. Und dann schlägt Ronjas Lebensfreude auch ein wenig in Übermut um. Lass dich nicht anrempeln. Genau, lass dich nicht anrempeln. Ein bisher nicht gesehenes, sehr respektloses Verhalten. Lass dich nicht anspringen. Ich habe hier zum Beispiel festgestellt, dass Britta ständig von Ronja angerempelt wird. Mit Anlauf, voll angesprungen, in die Seite rein, vorne in Richtung Bauch. Und Britta stand so ein bisschen hilflos da. Pass auf, ich demonstriere es dir, okay? Ja. Jetzt komme ich dir so nah, wie die Ronja dir kommt. Ja, okay. Und jetzt drehst du dich schon weg, merkst du? Ja. Das ist zu nah. Okay. Das ist zu nah. Und zudem rempelt sie dich auch noch volle Kanone an. Aber das steht, wie kann ich das blockieren? Indem du aufhörst, sie die ganze Zeit zum Mittelpunkt zu machen. Das, was ich dir schon als Hausaufgabe aufgegeben habe. Ich hatte eigentlich gedacht, aber es reicht noch nicht. Noch nicht. Okay. Du hast aber schon Fortschritte gemacht. Weißt du warum? Wir sind hier reingegangen zu mehreren Hunden. Und jetzt, was passiert hier? Irgendwas Schlimmes? Nö. Nee. Also, wunderbar. Ist doch super. Und in der Tat, es passiert nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Von Minute zu Minute blüht Ronja mehr auf. Aber so richtig glücklich wirkt Britta irgendwie nicht. Bist du traurig? Mm-mm. Ein bisschen? Hast du schlechtes Gewissen? Du hast ein schlechtes Gewissen. Ich weiß auch warum. Weil du siehst, dass sie jetzt hier so frei ist. Und wenn du mit ihr spazieren gehst, und da kann ich echt deine Tränen total nachempfinden, weil du gehst mit ihr spazieren und ihr habt oft auch Stress. Dann ist es, geht es gut und auf einmal bübbelst du wieder rum. Und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf diese Situation. Sie auch nicht. Guck mal da, wie die merkt, wie du dich gerade fühlst. Meine Gesundheit spielt da immer viel mit dem Kopf, weil ich dann immer denke, das ist ein junger, agiler Hund, wirst du ihr gerecht. Ne? Und sah ja dann heute wieder so aus, als wenn es tatsächlich viel zu wenig ist, was sie bekommt. Alles gut? Ja, ja. Okay, alles gut. Das große Problem, was Britta hat, ist, dass sie Ronja nicht traut. Und Ronja spürt das. Und Britta hat ein schlechtes Gewissen, dass sie Ronja nicht frei laufen lassen kann. Das ist eigentlich das größte Problem. Brittas Gewissen, dass es Ronja nicht gut geht. Britta und Ronja. Zwei, die offenbar glauben, ständig aufeinander aufpassen zu müssen. Loslassen und losgelassen werden ist hier die Lösung. Daher geht Andreas nun anders vor als sonst. Normalerweise wäre ich jetzt zu dir nach Hause gekommen beim nächsten Mal. Wir wären wieder zusammen spazieren gegangen. Aber was du brauchst, ist noch mehr Kontakte zu Hunden mit Ronja zusammen im Freilauf. Damit sie eben die Möglichkeit bekommt, auch mal frei zu laufen. Ja. Damit du wieder, weißt du, dieser Geschichte, ach Ronja, positiver entgegentrittst. Mhm. Damit du das, was du heute hier fühlst, noch einmal, zweimal, dreimal wiederholst, damit sich das so verfestigt in dir, damit du einfach mehr Sicherheit bekommst. Alles klar, gerne. Alles klar, ich bring dich nach vorne. Okay, komm. Danke. Ein Tag mit gemischten Gefühlen. Britta hat Ronja glücklich gesehen wie noch nie. Doch sie fährt auch ein wenig nachdenklich heim. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass sie gestresster ist, aufgeregter und vielleicht sogar sich mit einem Hund anlegt. Und bin jetzt erstaunt, wie schön das gelaufen ist. Natürlich auch ein bisschen geknickt, weil sie scheinbar zu wenig kriegt.
wenn ich so ein Stück weit in die Zukunft schaue, wie es mit Ronja und Britta weitergeht, hoffe ich und wünsche mir auch, dass Britta lernt, sich selber wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Auch aus dem, was jetzt ist, das Beste zu machen. Und das Beste will Britta auf alle Fälle für ihre Ronja. Andreas Olischläger ist erneut unterwegs zu einem Hausbesuch in der Landeshauptstadt NRWs. Und ist schon sehr gespannt, ob es Fortschritte gibt. Ich bin heute wieder in Düsseldorf bei Katharina mit ihrer Hündin Nelly. Die beiden hatten massive Probleme an der Leine. Nelly flippt total aus und Katharina hatte keine Lust mehr, spazieren zu gehen. Ob sich das geändert hat, werde ich mir jetzt mal anschauen. Ob bei fremden Menschen oder Hunden, Nelly reagierte scheinbar aggressiv. Doch beim Coaching kam sehr schnell eine ganz andere Nelly zum Vorschein. Entspannt und spielfreudig. Für Halterin Katharina eine große Überraschung und Freude. Was hat sich seitdem getan? Auf den ersten Blick schon mal Bemerkenswertes. Es dauert ein wenig, bis wir die Türe öffnen. Nelly nicht anschauen, nicht ansprechen, nicht beachten. Top, die sind im Training. Und wie? Da bellt gar keiner. Was ist denn hier los? Eine vollkommen neue Ruhe scheint eingekehrt zu sein. Fein, prima. Guten Morgen. Ja, alles gut. Ich komme direkt einfach. Ja, gut. Hallo, Andreas. Na, ein kleines Begrüßungsbellen darf schon noch sein. Geh schön in dein Köpfchen. Super. Mensch, hör mal. Ich bin baff. Ich bin schon baff, als ich hier vorne an die Tür gekommen bin. Warum? Da hängt ein Schild. Wir sind im Training. Das heißt, du hast ganz klar gemacht, jetzt ist hier eine Veränderung angesagt. Dann habe ich geklingelt und ich habe nichts gehört. Als ich beim ersten Mal hier war, habe ich geklingelt und das hat tierisch lange gedauert, ehe sie aufgehört hat. Was machst du? Was ist los? Ja, weil wir das jetzt wirklich eine ganze Weile wieder geübt haben. Also ich habe das immer wieder mal zwischendurch geübt, aber jetzt war es ein bisschen kontinuierlicher. Super. Und dass ich sie halt wirklich mitnehme. Und wenn es der Postbote ist oder Paketebote, dass sie dann da auf den Teppich sitzt. Genau. Ja, und dann ist sie dabei, dann beruhigt sie sich viel schneller. Das finde ich super, das ist total klasse. Konntest du die Hausaufgaben eben positiver in die Spaziergänge reingehen? Das schafft man ja nicht immer, aber ist es dir schon häufiger gelungen oder schwer gefallen? Ist, wenn ich ehrlich bin, wirklich sehr schwer gefallen. Mhm. Es waren leider mehr schlechte Begegnungen wie rechte, aber okay, wir trainieren da weiter. Ich würde mir das jetzt gerne draußen mal angucken, okay, was so mehr schlecht oder mehr recht ist. Okay, ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Alles klar, okay. Also los. Schon nach wenigen Minuten kommt ihnen ein Hund entgegen. Wie wird Nelly jetzt reagieren? Bleib mal bei mir, bleib mal bei mir. Hallo. Nicht gut. Und Feierabend mit der Vorstellung? Das machst du dann. Du bist nicht klar. Zu Hause warst du eben klar. Du siehst den Hund schon und fängst schon wieder an mit Kopfkino. Ah ja, wenn die aber jetzt, was mache ich jetzt, wenn sie ausflippt? Ja, dann machst du genau das. Nämlich, du nimmst sie ein Stück zurück zu dir und grenzt sie so ein bisschen ein mit der Hand. Und nicht schubsen, nicht reißen, sondern ting und fertig, aus die Maus. Wenn Katharina nicht die Führung übernimmt, fällt Nelly sofort wieder in alte, eingefahrene Verhaltensmuster. Wir sind einer Dame mit einem größeren Hund begegnet, an der Schleppleine. Nelly ist kurz ausgeflippt. Und da habe ich sie, habe ich auch Nelly gezeigt, dass man Grenzen einhalten sollte. Katharina hat sich das angeguckt und das ist wichtig, weil Nelly ist relativ schnell zu beeinflussen. Da muss man nicht viel machen. Nelly ist sehr sensibel. Und die erspäht schon die nächsten Artgenossen. Aber diesmal nimmt Andreas die Sache in die Hand. Die beiden kleinen Chihuahuas sind entspannt und ruhig. Und Nelly nun tatsächlich auch. Andreas bleibt in der Situation und schenkt Nelly keine Aufmerksamkeit. Er bestimmt die Situation, nicht der Hund. Tschüss. Danke. Komm, Nelly.
Mutter. Ja, jetzt kannst du aber wieder zu Mutti. Da. Wir sind ja auch zwei Chihuahuas begegnet. Da bin ich ja bewusst einfach, habe ich die Initiative ergriffen und bin auch bewusst auf die Hunde zugegangen. Nelly bringt sich dann immer in so einen Bereitschaftsdienst. Ne? Die hat immer so dieses Gefühl von, boah, ich muss jetzt hier alles regeln und ich gehe jetzt irgendwie wie so ein Flitzebogen ganz gespannt auf die Situation zu. Sie krampft auch sehr und das kann man ihr nehmen, indem man selber nicht mitkrampft, indem man selber auch entspannt bleibt. Und das ist eine große Übung und noch eine große Herausforderung für Katharina, da eben die nötige Entspannung zu bekommen, in solchen Situationen cool zu bleiben. Eine Nachbarin von Katharina samt Hund erscheint. Eine neue Bewährungsprobe. Du nimmst sie wieder zurück, zack, bleibst aber wieder in deiner Körpersprache, zack, stellst dich aufrecht. Immer schön so die Distanz wahren, ne? Individualdistanz. Also ich sage immer, das ist für mich mindestens eine Beinbreite, ne? Einmal so einen Schwenker machen. Und wenn du dann haben willst, dass die Situation auch positiv, was am besten ist, immer beendet wird, lässt du die Leine locker, gehst aus der Situation raus, gehst entweder darüber oder hier rüber und gehst dann weg mit durchhängender Leine. Ja. Versuch's mal, drehst dich einfach mal rum, sagst noch Tschüss und dann, und dann gehst du. Annette, wie immer. Tschüss, bis demnächst. Genau. Ciao, tschüssi. Und raus. Mit. Und raus. Super, prima. Na, geht doch. Damit Katharina noch mehr Sicherheit bekommt, sollen alle noch ein wenig gemeinsam spazieren gehen. Sieht gut aus. Und auch das klappt. Mit der Hilfe von Andreas war es mir viel einfacher. Also das gibt mir Sicherheit und das ist wenigstens schon mal das Gefühl, was ich weiter transportieren muss, wenn ich alleine mit der Nelly unterwegs bin. Das sind Kleinigkeiten. Was ich gerade gesehen habe, ist, das baut sich auf, wenn du aufgeregt wirst. Wenn du siehst, oh, da kommt ein Hund und dann anfängst, unsicher zu werden, zu wackeln. Ja. Aber wenn du klar bist, so klar wie du zu Hause bist, da hat Nelly keine andere Möglichkeit, als sich cool und souverän zu verhalten, weil du es nämlich auch tust. Also die Prognose für die beiden sieht relativ gut aus. Der Weg wird wirklich ein steiniger, der wird auch noch holprig. Aber letztendlich, wenn Katharina dranbleibt, hat das ein richtig gutes Ende. Hast du noch eine Frage? Ja, wann darf die Nelly noch mal auf der Wiese spielen gehen mit anderen Hunden? Das war so schön. Das war gut, ne? Ja. Das können wir gerne wiederholen. Ja. Ja? Katharina und Nelly haben bisher schon viel geschafft. Die beiden haben allerdings auch noch ein wenig Arbeit vor sich. Aber sie haben jetzt ein klares Ziel. Zum zweiten Mal haben Britta und Ronja jetzt eine Verabredung bei Andreas und nicht, wie ursprünglich geplant, bei ihr zu Hause. Mein Plan war, ihr möglichst viele Kontakte und positive Verknüpfungen zu Hunden herzustellen. Warum? Ja, Britta hat mir geschildert, ihr Hund pöbelt an der Leine rum. Sie kann sie nicht freilaufen lassen. Und ich weiß halt, dass Britta auch massive Probleme hat mit ihrer Gesundheit. Und da leidet sie schon sehr drunter. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, Britta noch mal nach hier kommen zu lassen, damit sie hier möglichst viele positive Verknüpfungen mit ihrem Hund zusammensammelt. Bei den Hunden. Ob auch der heutige Tag wieder viele schöne Erlebnisse bringt? Ronja darf oft nur an der Leine raus. Andreas möchte Britta ermutigen, ihren Hund mehr loszulassen, ihm mehr Freiheiten zu geben. Schön, dass du wieder hier bist. Das freut mich. Du siehst irgendwie heute schon ein bisschen anders aus. Ich habe den Eindruck, hast du dich gefreut auf heute? Auf jeden Fall. Super. Ja. Heute werden wir mal das Rudel etwas größer gestalten. Wenn du Lust hast und das der Ronja zutraust. Ich denke schon, ja. Ja? Ja. Da, hör mal, du schenkst mir heute mehr Lächeln als letztes Mal. Finde ich schon klasse. Toll. Ja, das freut mich. Und es geht gleich mit Volldampf los. Wie schon beim ersten Revierbesuch mischt sich Ronja unter Hunde, als gehöre sie schon immer dazu. Komm mal, komm mal, komm mal. Ist das Unterwürfige jetzt richtig? Super, alles gut. Okay. Alles gut. Alles super.
Da hatte ich nämlich immer Angst, dass die überfordert ist. Nein, die ist nicht überfordert. Sie backt jetzt kleine Brötchen, weil sie hier als Gast reinkommt. Mhm. Sie verhält sich so, ja, blendend. Du kannst dir so viel von deinem Hund abgucken und da rausholen. Die ist so toll, das ist so ein toller Hund. Das ist, was ich das, aber genau das war der Grund, warum ich auch, ne, weil ich das falsch einschätze. Du schätzt sie definitiv falsch ein. Und das liegt nicht daran, dass du nicht alle Latten am Zaun hast, sondern das liegt einfach daran, dass du die Hundesprache nicht richtig verstehst. Aber du bist einer von vielen Menschen, die das nicht kann. Und genau hier liegt die Ursache des Problems. Ronja ist im Grunde ein ganz normaler sozialer Hund, wenn sie sich wie ein ganz normaler Hund benehmen darf. Immer kurz an der Leine gehalten, staut sich überschüssige Energie an, die sich dann entlädt. Und Britta deutete ihr Verhalten dann oft falsch. Wir brauchen noch ein paar Hunde. Jetzt ist Party angesagt. Ronja ist inzwischen voll in ihrem Element. Britta staunt, wie ausgelassen Ronja sein kann, die jetzt ihr wahres Naturell zeigt. Schau dir das an und freu dich drüber. Das ist echt wichtig. Das ist auch für deine Gesundheit gut. Ja. Ich weiß, dass es dir nicht gut geht. Ich weiß das. Ich weiß auch, dass du Schmerzen hast. Aber das ist trotzdem schön, wenn man sowas sieht. Das hilft. Ja. Geh mal einen Schritt nach vorne. Ich lasse dich in dem Moment mal ein bisschen alleine mit den Hunden, ja? Wie schon bei ihrem ersten Besuch in Andreas Hunderevier beschleichen Britta gemischte Gefühle. Sie freut sich, Ronja so glücklich zu sehen. Doch der Rückschluss, dass sie im Alltag ihrer Hündin nicht immer geben kann, was sie braucht, treibt ihr erneut die Tränen in die Augen. Da kommen die Emotionen wieder. Merkst du sie? Merkst du sie? Und das ist für mich ist ganz wichtig, dass du solche Momente wie heute einfach echt genießt. Das sind deine Momente, das ist deine Zeit. Die darfst du dir nehmen. Ich glaube, das ist bei dir so ein Thema nach der Frage, darf ich jetzt, bin ich gut genug für den Hund? Ne? Tue ich dem Hund damit einen Gefallen? Ich glaube, Britta macht einen großen Fehler. Sie macht sich Vorwürfe. Sie macht sich Vorwürfe in Bezug auf die Mensch-Hund-Beziehung. Sie glaubt, dass sie nicht gut genug ist für Ronja, dass sie durch ihre Krankheit eben dem Hund nicht gerecht wird. Das sehe ich etwas anders. Ich glaube, man darf es rumdrehen und Britta darf noch ganz viel von Ronja lernen, nämlich loszulassen. Und wenn Ronja losgelassen wird, ist sie total frei, dann geht es der richtig gut. Und das braucht Britta auch. Ich schicke dich nach Hause mit dem Gefühl von, ey, ja, das hat mir gut getan mit den Hunden. Dass du, ja, genau. Ich freue mich immer, wenn du mir ein Lachen schenkst. Ja, ich finde das total klasse. Aber ich habe mich auch über deine Tränen gefreut. Die waren nämlich genauso ehrlich. Darf ich meinen Arm nehmen? Ja. Du bist ein gutes Seelchen. Der Tag heute war echt spitze. Ich habe mich richtig wohl gefühlt, mein Hund auch. Und daher denke ich mal, ich werde definitiv wiederkommen und ihr und mir solche Tage noch weiter schenken. Und vielleicht auch noch ein bisschen was lernen. Komm, Ronja. Und so motiviert wartet am Ende dieses Weges eine sehr schöne Zukunft. Auf Britta und ihre Ronja.